Herr Reitmeier, vielen Dank für die sehr freundliche Einführung. Hofrat Blumenbach im Königlich-Akademischen Museum zu Göttingen, ein Knotenpunkt im europäischen Gelehrtennetzwerk. Die Personalunion zwischen dem Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, seit 1814 Königreich Hannover, und dem britischen Königreich über 5 Herrschergenerationen oder 123 Jahre von 1714 bis 1837 war, so viel ist im Laufe des Semesters in dieser Ringvorlesung deutlich geworden, weit mehr als ein Fall von Ämterakkumulation in einer der mächtigsten Dynastien des europäischen Hochadels, der als solcher im nachfeudalen Zeitalter allenfalls noch von antiquarischem Interesse wäre. Die dadurch veranlasste Reorganisation der Herrschaftsstruktur, der Verwaltungsapparate, der Hofgesellschaften und Elitennetzwerke in London und in Hannover ist hier schon aus vielfältigen Blickwinkeln beleuchtet worden. Die Veränderungen, die die Personalunion im politischen Gefüge der europäischen Mächte nach sich zog, wurden diskutiert, wie auch die Auswirkungen auf die Musikkultur, die Kunstwelt und das religiöse Leben und Selbstverständnis der britischen und der niedersächsischen Protestanten. Und auch die Bedeutung des hannoversch-britischen Kommunikationsraums für die Entwicklung der Wissenskultur im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert wurde bereits in verschiedener Hinsicht erörtert. Ich möchte zum Abschluss unserer Vorlesungsreihe diese Diskussion über die Relevanz des Kommunikationsraums der Personalunion für die Entwicklung der modernen Wissenschaften eng führen und hoffentlich auch ein Stück weit vorantreiben mit einer Untersuchung eines singulären Falls, an dem sich, wie mir scheint, etwas von allgemeinem und bleibendem Interesse zeigt. Der Geschichte eines bereits zu Lebzeiten in der europäischen Scientific Community und darüber hinaus bekannten Göttinger Wissenschaftlers, des berühmten Anatomen, Anthropologen, Zoologen und langjährigen Leiters des Akademischen Museums der Universität Göttingen, Johann Friedrich Blumenbach. In dieser Fallgeschichte bündeln und überlagern sich zwei Fragestellungen, die beide von hoher Aktualität sind. Einerseits die Frage nach der Rolle Blumenbachs und nach den Zielen Blumenbachs im Aufbau, in der Verwaltung und Nutzung des von ihm über 50 Jahre betreuten Akademischen Museums. Dies berührt sich mit dem Thema der Kulturen des gelehrten Sammelns, das an dieser Stelle mein Kollege Dominique Collette letzte Woche angesprochen hat. Die zweite Frage, die wie gesagt in engem Zusammenhang mit der ersten steht, ist die nach Blumenbachs europaweit ausgespannten wissenschaftlich-politischen Netzwerk und nach der Relevanz Blumenbachs und seiner Göttinger Sammlungen als Knotenpunkt im europäischen Gelehrtennetzwerk des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. Sie dürfen den Untertitel meines Vortrags, der Blumenbach als Knotenpunkt im europäischen Gelehrtennetzwerk anspricht, durchaus schon als Hinweis auf meine erste These verstehen, von der ich ausgehen möchte. Nämlich der Annahme, dass es im 18. Jahrhundert ein soziales Netzwerk von Gelehrten gab, und zwar eines, das primär zum Zweck der Weiterentwicklung der Wissenschaften, also des wissenschaftlichen Fortschritts, aufgebaut und unterhalten wurde. Weil die Beteiligten eingesehen hatten, dass ihre je eigene wissenschaftliche Weiterentwicklung am besten im Zusammenhang und im streitbaren Austausch mit der Weiterentwicklung der anderen sich würde entfalten können. Dieses Gelehrtennetzwerk im Namen und Interesse der Wissenschaft entwickelte sich, zweitens, so nehme ich an und glaube ich, anhand der Geschichte Blumenbachs zeigen zu können, grenzüberschreitend, wenn auch keineswegs unbeeinflusst von politischen, sozialen, religiösen, sprachlichen oder kulturellen Grenzen im europäischen Raum, unter Einbeziehung von wichtigen Impulsen aus dem Rest der Welt, soweit diese vermittelt durch reisende Europäer in den intellektuellen Zentren Europas zur Kenntnis genommen wurden. Drittens gehe ich davon aus, dass es gerade auch im Hinblick auf die Geschichte der Personalunion zwischen Hannover und Großbritannien interessant ist, dieses Netzwerk zu untersuchen, weil man daran die Frage stellen kann, wie dieses Gelehrtennetzwerk sich verhält, einerseits zu der Stärke am dynastischen Rahmen und den Handlungsoptionen des wie immer aufgeklärt absolutistischen Herrschaftssystems orientierten Adels- und Beamtennetzwerken und andererseits zu den maßgeblichen Netzwerken der sich zunehmend selbstbewusst organisierenden bürgerlichen Gesellschaft im eher regionalen Rahmen. Ich kann nicht versprechen, dass ich auf die damit angerissenen, in der Tat sehr weitreichenden Fragen heute schon abschließende Ergebnisse Ihnen präsentieren kann. Ich möchte lediglich eingangs den Rahmen, in dem die Geschichten von Menschen und Dingen, die ich im Folgenden vor Ihnen ausbreiten werde, interessant werden, wenigstens in aller Kürze ansprechen.
Mein Vortrag gliedert sich in 4 Abschnitte. Nach dieser Einleitung folgt ein 2. Abschnitt, in dem ich die Person Blumenbachs und die Institution, die ihm über 60 Jahre anvertraut war, die mit ihm groß und mit ihm auch alt geworden ist, in aller gebotenen Kürze vorstellen möchte. Ich kann mich hier einigermaßen kurz fassen, weil ich davon ausgehen darf, dass die Grundzüge dieser Geschichte den meisten von Ihnen bereits gut vertraut sind. Einmal ganz aktuell durch den Vortrag von Dominique Collette letzte Woche an diesem Ort, aber auch davor schon durch die große Ausstellung Dinge des Wissens, die vor 1,5 Jahren in der Paulinerkirche viele von Ihnen gesehen haben dürften und durch die im Zusammenhang damit stehenden neueren Publikationen. In der Hauptsache werde ich mich drittens dem Rahmen zuwenden, den die Personalunion für die Entwicklung von Blumenbachs Netzwerk bot und dabei insbesondere die Rolle des Königs Georg III. Beleuchten. Im 4. Teil weite ich den Blick aus und zeige auf, wie weitgespannt Blumenbachs europäisches und weltweit wirksames Netzwerk funktionierte. Blumenbach und das Königlich-Akademische Museum. Johann Friedrich Blumenbach, geboren 1752 in einer gothaischen Akademikerfamilie, kam in jungen Jahren als gerade einmal 20-jähriger Student der Medizin 1772 von Jena nach Göttingen und wurde hier bald, zunächst offenbar als eine Art studentische Hilfskraft des damaligen Leiters der Bibliothek, des Philologen und Altertumswissenschaftlers Professors der Redekunst Christian Gottlob Heine, mit der Reorganisation der Sammlungen betraut, die 1773 neu für die Universität erworben worden waren und ab 1778 als Königlich-Akademisches Museum interessierten Wissenschaftlern und auch auswärtigen Gästen von Stand zur Verfügung stehen sollten. Ich werde gleich darauf eingehen, was für Sammlungen das damals waren, aber zunächst noch ein paar Worte zu unserem Helden als jungen Mann und zu der Situation, in der sein Wirken in Göttingen seinen Anfang nahm. Im September 1775 wurde Blumenbach, 23 Jahre alt, von der medizinischen Fakultät promoviert mit einer Arbeit De generis humani varietate nativa, in der es um die natürlichen Verschiedenheiten innerhalb des Menschengeschlechts ging. Das Thema ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Die Frage nach den naturgegebenen Unterschieden zwischen den augenfällig verschiedenen Rassen von Menschen, die in den voneinander weit entfernt gelegenen Weltgegenden jeweils eigentümliche, vielfach befremdliche, mitunter auch ihre Entdecker barbarisch anmutende Lebensformen ausgebildet hatten, wurde seinerzeit in Europa heiß diskutiert, vor allem auf der Grundlage von Reisebeschreibungen, weniger aufgrund von eigenen Erfahrungen mit fremdaussehenden Menschen. Es ging um nichts Geringeres als die Frage, ob die Fremden, die Wilden, grundsätzlich als Menschen wie du und ich anzusehen seien und dementsprechend dann wohl auch als im Wesentlichen gleich anzuerkennen seien. Muss man nicht vielmehr davon ausgehen, dass aufgrund der naturgegebenen Unterschiede so etwas wie Gleichberechtigung prinzipiell ausgeschlossen ist? Wie diese damals viele gebildete Europäer vor erhebliche Schwierigkeiten stellende Frage zu entscheiden war, es hätte auf jeden Fall weitreichende Konsequenzen. Unter anderem betraf es die Legitimität des seinerzeit von ehrbaren europäischen Kaufleuten, vor allem Engländern, Portugiesen, Franzosen, betriebenen und durchaus lukrativen transatlantischen Sklavenhandels. Blumenbachs Ansatz geht, und das ist charakteristisch für den Begründer der vergleichenden Anatomie, von den anatomischen Hard Facts aus, wie den messbaren Unterschieden im Skelettbau, insbesondere in der Schädelform einzelner als typisch angesehener Vertreter der verschiedenen Rassen. Um diese Art von Forschung systematisch betreiben zu können, brauchte Blumenbach eine möglichst große und breit aufgestellte Sammlung von Schädeln unterschiedlichster Herkunft. Und der Ausbau einer solchen Sammlung sollte ihn in der Tat über sein langes akademisches Leben nicht unwesentlich beschäftigen und zu seinem Ruhm beitragen. In seiner Dissertation legt Blumenbach zunächst eine Typologie von 4 Rassen zugrunde, in die die Menschheit sich einteilen lassen soll. Diese Typologie ist alles andere als originell. Linné und andere hatten ähnliche Einteilungen schon seit längerem verwendet. Demnach gibt es die Weißen, kaukasische Rasse, die Schwarzen, äthiopische, die Gelben, mongolische und die Roten, indianische. Als 5. Rasse fügte Blumenbach in der 3. Auflage seiner Dissertation 1795 schließlich noch die malaiische als braune hinzu.
Die Typologie beschränkt sich nicht auf die Hautfarben, sondern sucht dazu auch jeweils typische Gesichtsformen zu bestimmen, Eigenheiten des Körperbaus und damit verbundene Eigenschaften der so oder so gearteten Menschen. Diese uns heute hanebüchen erscheinende Typologie, die die unendlich vielfältigen Unterschiede zwischen den Menschen zunächst auf einen Raster von 4 oder 5 Typen reduziert und diese Typen bestimmten Weltgegenden zuordnet, hatte seinerzeit immerhin den nicht zu unterschätzenden Vorzug, dass sie für die auch unter lateinische Bücher lesenden gebildeten Europäern weit verbreiteten rassistischen Vorurteile anschlussfähig erscheinen mochte. Die Einzelheiten interessieren uns hier nicht. Worauf es ankommt, ist lediglich die Pointe des Arguments, dass Blumenbach unter Berufung auf die Befunde seiner streng wissenschaftlich vergleichenden anatomischen Untersuchungen entfaltete. Im Gegensatz zu Kant und fast allen, die sich im 18. Jahrhundert über die angeborenen Unterschiede der Menschenrassen geäußert haben, argumentierte Blumenbach, dass es im Grunde keine eindeutig voneinander abgrenzbaren und unwandelbaren Rassentypen gebe, sondern die vermeintlich so augenfällig verschieden erscheinenden Rassen in der Tat unmerklich ineinander übergehen. Diese Beobachtung ist sehr weitreichend. Damit ist bereits das Thema der Evolution angeschnitten, das durch Charles Darwin im 19. Jahrhundert so enorme Sprengkraft entfalten sollte. Blumenbach setzte sich in seiner Dissertation und auch danach kritisch mit den wissenschaftlichen Rassetheoretikern seiner Zeit auseinander. So kritisierte er etwa Linné, der die Rassen allzu schematisch nach den Kontinenten eingeteilt habe. Wichtiger noch ist, dass er sich grundsätzlich gegen eine Unterscheidung unterlegener und überlegener Rassen wandte, wie etwa der in Göttingen ausgebildete, 3 Jahre nach Blumenbach 1778 mit einer Dissertation über die vergleichende Anatomie des Gehirns, hier promovierte Mainzer Professor Sommering, Samuel Thomas Sommering, korrespondierendes Mitglied der Königlichen Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen und Ehrenmitglied der Medizinischen Gesellschaften zu London und Edinburgh, sie 1784 in seiner Abhandlung über die körperliche Verschiedenheit des Mohren von den Europäern offensiv vertrat. Oder auch sein Göttinger Kollege, der Philosophieprofessor Christoph Meiners, in seinem 1785 erschienenen Grundriss der Geschichte der Menschheit. Sommerings Schrift von 1784 ist in ihrer Methode der vergleichenden anatomischen Untersuchung offenbar der gleichen Schule verpflichtet wie schon Blumenbachs Dissertation, ohne dass dieser freilich zitiert würde. Nach einer ausführlichen Beschreibung ihm aufgefallener Unterschiede zwischen den von ihm lebend oder tot untersuchten Mohren und Europäern in ihrem Körperbau, insbesondere in der Gestalt der Schädel, ihrer Hirnphysiologie und weiteren Eigenschaften, kam Sommering zu dem Schluss, Zitat, dass im Allgemeinen, im Durchschnitt, die afrikanischen Mohren doch in etwas näher ans Affengeschlecht als die Europäer grenzen. Er beeilte sich hinzuzufügen, sie bleiben drum dennoch Menschen und über jene Klasse wahrer vierfüßiger Tiere gar sehr erhaben. Auch unter den Schwarzen gibt es einige, die ihren weißen Brüdern näher treten und manche aus ihnen sogar an Verstande übertreffen. Dem rassistischen Vorurteil, das seine Untersuchung von Anfang bis Ende trägt, taten solche Zugeständnisse keinen Abbruch. Meiners Grundriss der Geschichte der Menschheit enthält ein umfangreiches Kapitel über die ursprünglichen Verschiedenheiten der Menschen und deren physische Ursachen, in dem der Verfasser, gestützt auf Reisebeschreibungen aus allen Weltgegenden sowie auf mehr oder weniger aktuelle wissenschaftliche Literatur, unter zahlreichen einschlägigen Beiträgen wird auch Sommering über die Negern zitiert, folgende Einteilung des Menschengeschlechts Autorität zu verschaffen sucht. Alle Völker der Erde machen zwar nur ein einziges Geschlechte oder eine einzige Art, Species, von Geschöpfen aus, allein in diesem einzigen Menschengeschlecht muss man zwehen ganz verschiedene Stämme, in jedem Stamm mehrere Rassen, in jeder Rasse unzählige Varietäten und endlich eine große Mannigfaltigkeit von Spielarten annehmen, die aus der Vermischung von Menschen aus verschiedenen Stämmen und Rassen entstanden sind. Einer der beiden Völkerstämme ist der mongolische, dessen Untergliederung Meiners um die halbe Welt von Asien bis nach Afrika, Ozeanien sowie nach Amerika verfolgt. Der zweite Hauptstamm des Menschengeschlechts ist der kaukasische oder tatarische. Meiners lässt keinen Zweifel daran, dass die Zitat, kaukasischen Völker und besonders ihre Weiber die schönsten auf der ganzen Erde seien, wie schon zahlreiche Reisende festgestellt hätten. Zitat,
Diese Völker und ihre Abkömmlinge unterscheiden sich von den mongolischen Nationen durch Größe und edlere Bildung des Körpers, durch eine schönere Form des Gesichts und aller seiner Teile, durch einen stärkeren Bartwuchs und durch herrlichere Anlagen des Geistes und des Herzens. Der ganze mongolische Stamm ist in Rücksicht auf die Fähigkeiten des Geistes sehr weit unter dem kaukasischen. In Asien sind die Buräten die dümmsten. Die Negern sind den verworfenen Amerikanern überlegen, allein sie stehen doch auch wieder viel tiefer unter den Europäern, als sie die Amerikaner übertreffen. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, Sie nehmen mir die etwas ausführlichen Zitate aus diesen etwas trüben Quellen nicht übel. Ich denke, dass es auch einmal wichtig ist, manche idealisierenden Vorstellungen von der aufgeklärten Wissenschaft im späten 18. Jahrhundert mit einem Blick in die Quellen zu konfrontieren und sich zu vergegenwärtigen, wie kontrovers die Vorstellungen und wie divergent die Ziele der Akteure selbst an einem so wichtigen Ort der Aufklärung wie der Göttinger Universität oftmals waren. Aber zurück zu Blumenbach und seinem akademischen Museum. Der frischgebackene Doktor wurde, kein halbes Jahr nach seiner erfolgreichen Promotion, im Februar 1776, noch nicht 25-jährig, durch den Landesherrn und Universitätsrektor König Georg III. Von Großbritannien und hannoverschen Kurfürsten zum außerordentlichen Professor der Medizin und Prosektor in der Anatomie ernannt und zugleich auf Vorschlag des Oberaufsehers der Universitätssammlung Christian Gottlob Heine zum Unteraufseher und Inspektor der Naturaliensammlung gemacht. Unter der Oberaufsicht Heines war Inspektor Blumenbach der einzige Angestellte, der nun für die Pflege und Erschließung der Sammlungen zuständig war. Was war das Akademische Museum in seiner Anfangszeit in den 1770er Jahren? Was waren das für Sammlungen? Als Gründungsakt des Akademischen Museums gilt in der Überlieferung der Göttinger Universität das Stiftungsfest vom 17. September 1773, bei dem der Bibliotheksleiter Hofrat Heine verkünden konnte, dass die ansehnlichen Naturalien- und Münzsammlungen unseres Herrn Professor Büttners auf seinem eigenen patriotischen Betrieb an die Universitätsbibliothek überlassen sind, die, sobald sie einige Einrichtung werden erhalten haben, zu dem öffentlichen Gebrauche auf gleiche Weise als die Bibliothek sollen bestimmt werden. Die Einrichtung, von der Heine 1773 sprach, bezog sich durchaus auch auf geeignetes Mobiliar, Sammlungsschränke und Vitrinen, aber vor allem auf die Notwendigkeit, die Sammlung Büttners überhaupt erst einmal einzurichten, die über 10.000 Sachen im Einzelnen zu sichten, zu ordnen und zu katalogisieren. Das war Blumenbachs erste große Aufgabe an der Universität Göttingen und er brauchte einige Jahre, bis Georg Christoph Lichtenberg 1778 stolz vermelden konnte: Göttingen ist die erste Universität in Deutschland, vielleicht in Europa, die mit einem eigentlichen akademischen Museum versehen worden. Das Museum fand in den ersten 20 Jahren in einem umgewidmeten Hörsaal im Hauptgebäude Unterkunft. Wie es darin seinerzeit aussah, ist nicht überliefert. Der Eindruck, den es auf seine Besucher machte, dürfte sich zunächst wenig von einem Naturalienkabinett oder einer Kuriositätenkammer unterschieden haben. Die räumliche Enge wird bei dem baldigen und bedeutenden Anwachsen der Sammlungen, auf das ich im Folgenden noch eingehen möchte, zunehmend bedrückend bemerkbar gemacht haben. Aber vergegenwärtigen wir uns zunächst die Ausgangssituation von 1773. Über die Sammlung des Professors für Naturgeschichte und Chemie, Christian Wilhelm Büttner, die bei Heine 1773 als ausschlaggebender Grundstock zur Errichtung des Akademischen Museums hervorgehoben wird, hat auch Dominik Collett letzte Woche schon gesprochen. Daher kann ich mich erneut kurz fassen. Büttner war nach allem, was wir über ihn erfahren, mehr Sammler als Wissenschaftler im modernen Verständnis. Und in seinen Sammlungen war offenbar mehr an Breite, Fülle und Vielfalt interessiert als an systematischer Ordnung. Die Sammlungen, die er der Universität 1773 gegen das Versprechen einer Leibrente überließ, umfassten Mineralien, Hölzer und Pflanzen, Tiere, edle Steine, ausländische Kunstsachen und Münzen. Soweit sie noch erhalten sind, finden sich die Mineralien und Edelsteine, der weit überwiegende Teil der Sammlung Büttners, heute in der Sammlung des Zentrums für Geowissenschaften. Manche Materialproben wohl auch im Museum der Göttinger Chemie. Die botanischen Proben haben ihren Platz im Herbar des Albrecht-von-Haller-Instituts für Pflanzenwissenschaften. Die zoologischen Präparate, die Blumenbach als den interessantesten Teil der Büttnerschen Sammlung ansah, sind aufgrund von der besonderen Schwierigkeit ihrer Konservierung über Jahrhunderte weitgehend verloren. Was davon noch erhalten sein mag, wäre gegebenenfalls im Zoologischen Museum zu finden.
Die ausländischen Kunstsachen dürften mehrheitlich in der völkerkundlichen Sammlung ihren Platz gefunden haben, die Münzen in der Universitätsmünzsammlung. Zu einem nicht unerheblichen Teil handelte es sich bei Büttners Sammlung um Erbstücke, die er teils von seinem Vater Johann Christian Büttner, herzoglich braunschweigischer Hofapotheker zu Wolfenbüttel, teils auch schon von seinem Großvater, einem Kaufmann namens Nikolaus Wilhelm Ulrich, übernommen hatte. Anderes hat er auf seinen ausgedehnten Reisen selbst erworben, teils wohl auch selbst präpariert. Büttner hat seine Sammlungen in seinen Vorlesungen an der Göttinger Universität bereits seit 1755 ausgiebig eingesetzt. So berichtet Johann Stephan Pütter im ersten Band seiner Göttinger Gelehrtengeschichte von 1765 über Büttners als viersemestrigen Kurs angelegte Vorlesung über Naturgeschichte. Bei seinem Vortrage sucht er alles durch Vorzeigen der Sachen selbst und ihrer richtigen Abbildungen zu erläutern, wozu er sowohl von Büchern und Zeichnungen als auch von Naturalien einen beträchtlichen Vorrat eigentümlich besitzt. In diesem Vorrate befinden sich zum ersten aus dem Mineralreiche die mehresten Arten der verschiedenen Geschlechter, von denen sowohl durch die Natur selbst als durch besondere Zufälle gebildeten Steinen, Erzen, Salzen und Erden. Zweitens aus dem Pflanzenreiche beides inländische und ausländische getrocknete Gewächsen, nebst ihren Früchten, Samen, Hölzern, Säften etc. Drittens aus dem Tierreiche verschiedene, teils ausgestopfte, teils auf andere Weise gegen die Fäulnis verwahrte in- und ausländische Getiere, Vögel, Fische und Gewürme, nebst ihren Skeletten und denjenigen Teilen, die an ihnen zu Kennzeichen dienen, wie auch Muschelschalen. Bei all diesen Dingen pflegt er auch anzuzeigen, was davon zu verschiedenem Nutzen angewandt werden kann. Das klingt schon nach einem recht sinnvoll strukturierten und für damalige Verhältnisse auch didaktisch eindrucksvollen Naturkundeunterricht. Dabei handelte es sich um Pionierarbeit, denn Büttner war anscheinend der Erste, der jemals an einer deutschen Universität ein geschlossenes Kolleg über Naturgeschichte hielt. Allerdings ist die Werbeschrift des Hofrats Pütter über die Vorzüge seiner Universität mit Vorsicht zu nehmen. Blumenbach, der die Vorlesung Büttners im Winter 1772-73 hörte und dabei für sein ganzes Leben folgenreiche Anregungen aufnahm, beschrieb sie rückblickend als ein bloßes Konversatorium, worin wochenlang von der Naturgeschichte keine Rede war. Büttner las in Göttingen nicht nur Naturgeschichte und Chemie, sondern daneben auch historische Hilfswissenschaften, insbesondere Numismatik, wo seine Münzensammlung in ähnlicher Weise zum Einsatz kam. Und er beschäftigte sich zunehmend mit vergleichender Sprachforschung. Das Studium der Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten von Schriftsystemen, Sprachen und Dialekten aus aller Welt, vor allem aus dem europäischen und dem asiatischen Raum, überzeugte Büttner von der zugrunde liegenden Verwandtschaft aller Menschen, so groß die Unterschiede in ihren Ausdrucks- und Lebensformen im Einzelnen auch erscheinen mochten. Diese Auffassung von der Einheit des Menschengeschlechts scheint auf den jungen Blumenbach einen nicht unerheblichen Eindruck gemacht zu haben. Fassen wir die Ausgangssituation des Akademischen Museums noch einmal zusammen. Es gab bereits vor 1773 eine Reihe von Sammlungen der Universität, die im Wesentlichen in der Bibliothek aufgestellt waren. Das Graphische Kabinett aus der Sammlung des Johann Friedrich Amand von Uffenbach, eine Münzsammlung, archäologische Artefakte, eine von Heine seit 1767 sukzessive aufgebaute Sammlung von Gipsabgüssen antiker Skulpturen in Originalgröße, Landkarten und Globen, eine Modellkammer mit teilweise schon etwas älteren technischen Modellen, etwa von Bergbauanlagen oder Windmühlen. Eigene Erwähnung findet in Pütters Gelehrtengeschichte von 1765 das vorzüglich schätzbare Modell eines englischen Kriegsschiffes, das als ein Geschenk von des hochseligen Prinzen von Wallis königlicher Hoheit in der Bibliothek einen Ehrenplatz einnahm. Hinzu kamen diverse Bände aktueller oder auch schon nicht mehr aktueller, aber noch ansehnlicher wissenschaftlicher Instrumente, die überwiegend in der alten Sternwarte aufbewahrt wurden, wo die Teleskope und weitere optische Instrumente ihren angestammten Platz hatten. Ferner in der Anatomie eine Sammlung medizinischer Präparate und Instrumente und nicht zuletzt der bereits 1736 von Haller bereits angelegte botanische Garten als reichhaltige Sammlung lebender Pflanzen. Versuche, dieses Sammlungstableau durch Erwerb einer Naturaliensammlung zu ergänzen, reichten teilweise bis in die Gründungsphase der Universität zurück. Es war aber bis 1773 nichts daraus geworden. Nun bot Professor Büttner seine Sammlung, die er bisher aus privatem Vermögen finanziert und unentgeltlich zugunsten der universitären Lehre eingesetzt hatte, der Uni zum Kauf an.
Heine war interessiert und es gelang ihm, die Unterstützung seiner Regierung für die Erwerbung zu erlangen. Der Kaufpreis wurde nicht auf einen Schlag fällig, sondern sollte dem Verkäufer sukzessive in Form einer Leibrente zufließen. Blumenbach war von Anfang an dabei. Wie gesagt, zunächst als eine Art unbezahlter studentischer Hilfskraft Heines. Professor Büttner war auf diesen Hörer seines Naturgeschichtskollegs aufmerksam geworden und hatte ihn Heine für diese Aufgabe empfohlen. Heine kannte den jungen Mann bereits und war gleich einverstanden. Blumenbach hatte sich bei dem Bibliotheksdirektor nach seiner Ankunft in Göttingen 1772 vorgestellt, mit einem Empfehlungsbrief seines ehemaligen Gothaer Gymnasialrektors. Dieses Detail ist nicht ganz uninteressant, wenn man den Aufbau und das Funktionieren von Gelehrtennetzwerken im 18. Jahrhundert verstehen will. Der junge Blumenbach hatte offenbar Eindruck auf Heine gemacht, indem er ihm eine antike Gemme zeigte. Blumenbach weist in seiner Erinnerung an den Anfang seiner Beziehung zu Heine, die für sein weiteres Leben bestimmend werden sollte, auf diesen Siegelstein als Schlüsselobjekt hin. Solche Liebhaberei bei einem Studiosus Medicinae war ihm auffallend und das Steinchen war der erste Anlass zu meiner nachherigen, so vielseitigen und vertraulichen Bekanntschaft mit dem herrlichen Manne. Der junge Blumenbach war der Mann, dem Heine die Aufgabe zutraute, die offenbar weitgehend unsortierte und undokumentierte Sammlung Büttners zu ordnen und zu katalogisieren. Er brauchte dafür, wie gesagt, einige Jahre. Sein erster handschriftlicher Catalogus Musei Academici wurde 1778 fertig. Er erfasste 12.000 einzeln verzeichnete Objekte, weit überwiegend Mineralien. Dieser Katalog ist die älteste überlieferte Quelle, in der ausdrücklich von einem akademischen Museum der Universität Göttingen gesprochen wird. Erst nach Fertigstellung des Katalogs wurde die Sammlung für Wissenschaftler und Besucher zugänglich. Insofern ist es etwas irreführend, die Gründung des Akademischen Museums auf 1773 zu datieren. Nach Lage der Dinge erscheint es angemessener zu sagen, dass Blumenbach dieses Museum, sein Museum, aus den ihnen anvertrauten Sammlungen selbst in den 1770er Jahren erst aufgebaut hat und es 1778 eröffnen konnte. Blumenbach, seit 1776 Extraordinarius für Medizin und Unteraufseher der Naturaliensammlung, wurde 1778 zum ordentlichen Professor befördert. Er machte auch privat eine beachtliche Partie, indem er 1779 Luise Amalie Brandes ehelichte, eine Tochter des für die Göttinger Universität maßgeblichen Universitätsreferenten der königlich-kurfürstlichen Regierung in Hannover, Georg Friedrich Brandes. Luise Amalie war die Schwester von Georgine Christine Dorothea Brandes, die Hofrat Heine 1777 geheiratet hatte, nachdem seine erste Frau Therese 1776 verstorben war. Spätestens durch seine Heirat mit der zweiten Brandes-Tochter war Blumenbach endgültig im Inner Circle der Göttinger Universitätswelt angekommen. Er war nun mit dem Chef der Wissenschaftsbürokratie ebenso wie mit seinem Göttinger Oberaufseher Heine verschwägert. Es waren nicht zuletzt familiäre Verbindungen dieser Art, die einigen Göttinger Professoren einen nicht unerheblichen Einfluss in den hannoverschen Regierungskreisen sicherten, die die Geschicke der Universität lenkten. Rahmen der Personalunion. Nachdem wir uns über Blumenbachs Ausgangssituation einigermaßen ins Bild gesetzt haben, ist es höchste Zeit, dass ich zu unserem eigentlichen Kernthema komme. Der Relevanz der Personalunion zwischen dem hannoverschen Kurfürstentum und dem britischen Königshaus für die Entwicklung des Königlich-Akademischen Museums und, eng damit verbunden, für die Entwicklung von Blumenbachs grenzüberschreitendem europäischen Gelehrtennetzwerk im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Nach den Statuten der 1734 durch den hannoverschen Kurfürsten und britischen König Georg II. August gestifteten Königlichen Georg-August-Universität hatte der Landesherr höchstpersönlich das Amt des nominellen Rektors der Universität Göttingen inne. Das Universitätssiegel stellte den in persona selbstverständlich stets abwesenden König in dieser Position als Rektor und Schirmherr seiner Universität dar. So folgte dem Universitätsgründer Georg August nach dessen Tod im Jahre 1760 nicht nur auf dem britischen Thron und in der Würde des hannoverschen Kurfürsten, sondern auch im Amt des Rektors seiner Universität, dessen Enkel George William Frederick, King George III., der erste Spross des Hauses Hannover, der in England geboren wurde und dessen Muttersprache Englisch war. In seinem langen Leben hat er England nie verlassen.
Der dritte Welfer auf dem britischen Thron war der erste britische Monarch, der eine systematische wissenschaftliche Bildung erhielt und mit ernsthaftem Interesse die Entwicklung der modernen Wissenschaften begleitete, bis sein Geisteszustand sich krankheitsbedingt verschlechterte und er schließlich seit 1811 als Mad King George, zurückgezogen auf Schloss Windsor, nur mehr vor sich hin dämmerte. Georg III. Hatte sich auf seinem Landsitz Kew eine eigene Sternwarte einrichten lassen. Dort ging er mit seinem Astronomer Royal Neville Maskelyne und anderen ausgezeichneten Wissenschaftlern astronomischen Beobachtungen nach. Auch der junge Göttinger Physiker Lichtenberg durfte bei seinem ersten London-Besuch im Jahr 1770 den König einmal durch die Sternwarte von Richmond in Surrey führen und ihn hinterließ bei dieser Gelegenheit einen so guten Eindruck, dass der König umgehend der Göttinger Philosophischen Fakultät persönlich die Ernennung Lichtenbergs zum außerordentlichen Professor für Philosophie empfahl. Die eindrucksvolle Sammlung wissenschaftlicher Instrumente, die Georg III. Erworben und zumindest teilweise auch genutzt hat, bildet heute als The King George III Collection eine eigene Abteilung im Londoner Science Museum. Der Göttinger Universität stiftete Georg III. Im Jahr 1803 den Neubau der Sternwarte an der Geismarer Landstraße für die beträchtliche Summe von 23.500 Reichstalern, nachdem er zuvor schon aus seiner Privatschatulle einen kostbaren Azimutalquadranten aus der Londoner Werkstatt von John Bird gestiftet hatte, der zu topografischen und geodätischen Messungen diente. Auch das große Spiegelteleskop, das von dem in England als Astronom und angesehener Konstrukteur astronomischer Instrumente lebenden Hannoveraner Friedrich Wilhelm Herschel gebaut wurde, war ein Geschenk des Königs Georg III. Es wurde der Universität im Jahr 1786 gestiftet und von Herschel persönlich in Göttingen aufgestellt, als Georg III. Gleich drei seiner Söhne zum Studium nach Göttingen schickte. Prinz Ernst August, Herzog von Cumberland und späterer König von Hannover, Prinz August Friedrich, Herzog von Sussex, späterer Präsident der Royal Society und Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, sowie Prinz Adolf Friedrich, Herzog von Cambridge, der von 1816 bis 1837 als Generalstatthalter bzw. Vizekönig der Regierungsgeschäfte im Königreich Hannover führen sollte. Lichtenberg, dem der König vertraute, wurde beauftragt, sich persönlich um die Prinzen zu kümmern. Doch nicht nur der Astronomie kam die Förderung durch den wissenschaftsaffinen König zugute. Auch im Akademischen Museum hat sie nachhaltig Spuren hinterlassen. Zu den bekanntesten Beispielen gehört die umfangreiche Sammlung von Gebrauchsgegenständen, Waffen, Kultobjekten, Schmuck und Textilien aus tunesischer Herkunft, nebst begleitenden textlichen und bildlichen Dokumenten, die von den Südseereisen des britischen Captains James Cook und seiner deutschen Begleiter Reinhold und Georg Forster stammen und heute den Grundstock der ethnologischen Sammlung der Universität Göttingen ausmachen. Wenige Monate nachdem das Schiff des Australien-Entdeckers Cook, von dessen dritter und letzter großer Südseereise, auf der Cook 1779 auf Hawaii von Eingeborenen erschlagen worden war, 1780 nach London zurückgekehrt war, wandte sich Blumenbach als Inspektor des noch jungen Königlich-Akademischen Museums der Georgia Augusta an seine Landesregierung in Hannover, vertreten durch seinen Schwiegervater Brandes, mit dem Anliegen, den König in London um die Überlassung natürlicher Merkwürdigkeiten von den jüngst im Auftrag seiner Majestät durchgeführten Weltreisen für seine Göttinger Universität zu bitten. Er warb mit der Aussicht, dadurch der Göttinger Universität eine exklusive Stellung in ganz Deutschland zu verfassen. Sein Wunsch wurde gewährt. Doch im selben Jahr wurde ihm eine königliche Lieferung in Aussicht gestellt, die gewiss in ganz Deutschland nicht ihresgleichen haben sollte. Das war ein Zitat, gewiss in ganz Deutschland nicht ihresgleichen. Der geheime Justizrat der deutschen Kanzlei in London, Karl Heinrich von Hinüber, selbst Alumnus der Georgia Augusta, der als ehemaliger Erzieher des Königs Georgs III., dessen besonderes Vertrauen genoss, wurde beauftragt, eine Kollektion zusammenzustellen. Der Londoner Naturaliensammler und Händler George Humphrey bot ihm eine Sammlung von entsprechenden Stücken an, die er von Teilnehmern der drei Expeditionen Cooks erworben hatte. Daraufhin wies Georg III. Seine geheimen Räte in Hannover an, die notwendigen Zahlungen dafür zu veranlassen.
Zitat: Wir haben genehmiget, dass selbige für das Göttingische Museum erstanden werde. Der eigentliche Preis derselben hat noch nicht bestimmt werden können, wird aber inklusive der Emballierungs- und Transportkosten bis Bremen auf keine 100 Pfund Sterling hinangehen. Ihr werdet also veranstalten, dass ein auf sotane Summe haltender Wechsel unserem geheimten Justizrat von hinüber zu guter Rechnung übermachet werde. Blumenbach erhielt infolgedessen knapp 500 bis dato unbekannte ethnografische Artefakte, unter ihnen atemberaubende Einzelstücke wie der rot-golden leuchtende Federkopf des hawaiianischen Kriegsgottes Kukalikimuku, deren aufgesperrter Rachen mit 90 Hundezähnen gespickt ist. Auch wenn der Naturwissenschaftler und Mediziner Blumenbach ursprünglich eher an Proben der fremdländischen Flora und Fauna gedacht hatte, erkannte er schnell den außerordentlichen Wert dieser Ethnographika aus erster Hand, die den Grundstock für die Entwicklung der Anthropologie und Ethnologie als neuen akademischen Disziplinen in Göttingen bilden sollten. Er hielt rückblickend fest, und im gleichen Jahre empfing es, das Museum, von der Gnade seiner Majestät durch die Besorgung des Herrn Geheimen Justizrat von hinüber zu London einen ganz auszeichnenden Schmuck durch die über 4.500 Nummern betragende und eben wegen dieser ihrer Vollständigkeit außer in England in ihrer Art so einzigen Sammlung von südländischen Merkwürdigkeiten. Eine Frucht der drei großen Reisen des unvergesslichen Cook, wodurch seine Majestät den fünften Weltteil größtenteils entdecken und überhaupt die Grenzen unserer Erde bestimmen lassen. Im Zuge der Entdeckungsreisen, die zugleich den geopolitischen Einfluss der britischen Seemacht vergrößerten, kam so eine Kollektion zustande, die weit über ihren Standort hinaus wies und das Göttinger Akademische Museum mit seinen physikalisch-technischen Geräten und naturhistorischen Präparaten um eine eigene Klasse an Objekten ergänzte. Zu welchem Zweck aber verfügte der König eine Stiftung, die in diesem Punkt noch über die Wünsche des Museumsvorstehers hinausging? Die politischen Dimensionen der königlichen Wissenschaftsförderung lagen auf der Hand, wenn es um Kartografie, Bodenschätze, Klima, Agrarerzeugnisse und anderes Herrschaftswissen ging, das etwa die Geräte in der königlichen Modellkammer zu Göttingen beförderten. Demgegenüber wird die tiefere Bedeutung der Stiftung ethnologischer Prunkstücke erst verständlich, wenn man beachtet, wie sehr die politische Kultur und wirtschaftliche Dynamik des britischen Empire von seinen kolonialen Engagements geprägt war. Um eine einheitliche Einflusssphäre von den Sandstränden Tahitis bis zu den Herrenhäuser Gärten zu statuieren, wurden starke Zeichen kultureller Überlegenheit und militärischen Machtwillens vom britisch-hannoverschen Königshaus zielgerichtet gesetzt. Sich des Kriegsschmucks oder der prachtvollen Trauergewänder der Wilden zu bemächtigen, sie nach eigenen Wünschen verschenken und vorführen zu können, demonstrierte auch in Göttingen den unsterblichen Ruhm Englands, von dem der Göttinger Professor Georg Christoph Lichtenberg unter dem Eindruck der Cookschen Entdeckungsreisen schrieb, genau, als er das so anpries. Blumenbachs internationales Netzwerk. Neben der direkten Patronage durch das Königshaus, für die sich noch zahlreiche weitere Beispiele zeigen ließen, spielten allerdings auch laterale Netzwerke unter europäischen Wissenschaftlern im Sinne einer grenzüberschreitenden europäischen Gelehrtenrepublik eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Göttinger Sammlung. Das möchte ich im Folgenden zumindest in einigen Beispielen verdeutlichen. Für Blumenbachs wissenschaftliche Entwicklung und auch für das Göttinger Akademische Museum wurde insbesondere seine Verbindung zu dem englischen Botaniker, Forschungsreisenden und späteren langjährigen Präsidenten der Royal Society, Joseph Banks, in vielfacher Hinsicht wichtig. Banks war ein Finanzier und Begleiter Cooks, auf dessen erster Reise 1767 bis 69 gewesen. Der erste überlieferte Bericht zwischen beiden datiert vom Januar 1783. Blumenbach berichtet Banks begeistert vom Erhalt der königlichen Stiftung der Cook-Sammlung. Als erfolgreicher Wissenschaftsmanager und langjähriger Präsident der Royal Society baute Sir Joseph im späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert ein fächerübergreifendes Patronagesystem auf, in dem Blumenbach seine zentrale Vertrauensperson in Göttingen wurde. Für Blumenbachs fortgesetztes Interesse an den Diversitäten des Menschengeschlechts schickte Banks Dutzende von Schädeln, unter anderem aus der Südsee, aus Australien und Tahiti, ferner Gipsabgüsse von Schädeln, Kupferstiche von Schädeln sowie zahlreiche Zeichnungen verschiedener Menschenrassen, wie die Porträtkopie einer Eskimo-Frau, Abbildungen von Tahitianern, das Porträt einer Feuerland-Ureinwohnerin, eines Palau-Indianers, eine Originalminiatur des Porträts
des Polynesiers Omai, der 1773 bei Cooks zweiter Südseereise von den Engländern mit auf Weltreise genommen worden war und einige Jahre bei Banks in London gelebt hatte, bis er 1776 von Cook auf dessen dritter und letzter Südseereise nach Tahiti zurückgebracht wurde. Zusammen mit seinem Göttinger Kollegen, dem Physiker Georg Christoph Lichtenberg, wurde Blumenbach am 11. April 1793 in die Royal Society aufgenommen. Ihre Aufnahme wurde unterstützt durch Fellows, mit denen sie bereits seit langem im mehr oder weniger intensiven Austausch gestanden hatten und die teilweise auch schon Mitglieder der 1750 durch Albrecht von Haller gegründeten Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen waren. Wie bei Lichtenberg der Royal Astronomer Neville Maskelyne, Punkt. Herr Aufgebauer hat davon auch schon gesprochen. Für Lichtenbergs Aufnahme sprach sich auch der aus Hannover stammende Astronom und Teleskopbauer William Herschel aus. Banks war es auch, der in seiner Eigenschaft als einer der Trustees des British Museums auf Bitte Blumenbachs dafür sorgte, dass Blumenbach am 18. Februar 1792 in einer sehr ansehnlichen Versammlung von Wissenschaftlern und Kuratoren, wie er schreibt, einige der dortigen Mumien öffnen und untersuchen durfte. Weil es die Umstände bei jener Gelegenheit nicht gestatteten, wie Blumenbach vermerkte, den weißlichen Niederschlag, der sich im Inneren einer Mumie fand, chemisch zu analysieren, suchte er nach Ersatz. Ich habe aber darauf von meinem würdigen Freunde, Herrn John Hawkins, einige schöne Mumienstücke erhalten, die derselbe in Konstantinopel bei einem Materialisten erkauft hatte, von welchen das eine mit einem an Geschmack und Ansehen vollkommen ähnlichen Salzbeschlag überzogen und durchmengt ist. Eine Portion davon löste er in Wasser auf, seihte die Flüssigkeit ab und verdampfte den Rest, wodurch sich saubere Kristalle bildeten, die er als wahres Natrum oder mineralisches Laugensalz, Nitrum der Alten, identifizierte. Das insgesamt über wenigstens 30 Jahre konsequent verfolgte Forschungsinteresse Blumenbachs an Mumien als konservierten Zeugen vergangener Menschengeschlechter schlug sich über die Zeit in einer ganzen Reihe von Publikationen zu diesem Thema nieder. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Banks hätte sich dieser systematische Zugriff auf das Thema Mumien von Göttingen aus nie erreichen lassen. Blumenbach konnte Banks im Gegenzug mit gesuchten Göttinger Publikationen, botanischen Beobachtungen und anderen Gefälligkeiten dienen. Bei Bedarf sandte er auch einmal ein Gutachten über die Eignung eines Kollegen für eine Afrika-Expedition nach London. Ein weiteres Gutachten auf diesem brieflichen Kanal war die Empfehlung von Georg Heinrich Nöden vom 12. Juni 1799, verbunden mit der Aufzählung weiterer Göttinger Wissenschaftler, die an der Durchführung von Forschungsreisen interessiert waren. Doch Blumenbach vernetzte nicht nur Wissenschaftler, Schüler und Entdeckungsreisende, sondern vor allem auch Sammler, indem er in seinen Briefen auf die von anderen Personen erhaltenen Stücke und deren Interessensgebiete hinwies. Sein weit gespanntes Korrespondentennetzwerk umfasste in Europa verschiedene Stationen, unter anderem in den Niederlanden, etwa Den Haag, Angelbeek, Harderwijk, Klein-Lankum, in Großbritannien Cambridge, London oder auch Norwich, in Dänemark zum Beispiel Kopenhagen, Italien, da Rom und Padua, der Schweiz sowie einzelne Metropolen, etwa Paris, Lissabon, Uppsala oder auch Lemberg und St. Petersburg. Außereuropäische Stationen seiner wissenschaftlichen Kontakte befanden sich in Delaware Bay, Nordamerika, in Philadelphia, in Batavia, heute Jakarta, in Godenhaven, Grönland oder auch in Kairo und Kapstadt. Die Liste seiner Briefpartner im Ausland ist beeindruckend. In Großbritannien, das hier ja besonders interessiert, waren seine Gesprächspartner neben dem bereits erwähnten Joseph Banks und Karl Heinrich von Hinüber, dem Hannoveraner Geheimsekretär in London, unter anderem Charles Townley, ein Angehöriger des englischen Landadels in Lancashire, mehrfacher Romreisender und leidenschaftlicher Antikensammler, der 1791 Fellow der Royal Society wurde und ebenfalls Trustee des British Museums war, das später seine Sammlungen erben sollte, die heute noch als Townley Marbles ausgestellt werden. Blumenbach schrieb ihm am 9. Oktober 1795 um eine Materialprobe eines Steinreliefs von der indischen Insel Elephanta an und erhielt von ihm einen Abguss der Clytia-Büste unter anderem. Ferner der Botaniker James Edward Smith in Norwich, der mit Banks zusammen die Linnäische Gesellschaft London gegründet und dessen berühmtes Herbarium samt Bibliothek, Manuskripten und übrigen Sammlungen aufgekauft hatte. Smith bereiste Holland, Frankreich und Italien zu botanischen Studien und erhielt von Blumenbach Informationen und Nachrichten aus Göttingen. Auch Thomas Turner in Cambridge gehörte zu Blumenbachs britischen Korrespondenten.
Er half dem Göttinger Forscher, einen ägyptischen Mumienkopf aus der Sammlung des verstorbenen Arztes Jean-Louis Petit zu erwerben, mit dem er sich zuvor schon in London beschäftigt hatte. Turner berichtete außerdem am 15. Februar 1794 über eine zerstörte Mumie in der Cambridge-Bibliothek und einen in Tropfstein eingeschlossenen menschlichen Schädel von der Insel Kreta. Blumenbachs wissenschaftliches Netzwerk war weit gespannt. Also man könnte stundenlang mit den Beispielen hier weitermachen. Ich nenne nur noch ein paar, die außerhalb Englands liegen. Ein solches Beispiel ist der Naturforscher und Geograf Peter Simon Pallas, der 1767 zum ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg ernannt wurde und von 1768 bis 1774 und 1793-94 gefördert durch die Zarin Katharina II. Expeditionen durch Sibirien und das südliche Russische Reich unternahm. Blumenbach berichtet Banks am 10.12.1796 über ein von Simon Pallas erhaltenes Porträt einer Buranian Woman. Der Linné-Schüler Karl-Peter Thurnberg aus Uppsala, der über die niederländische Ostindien-Kompanie nach Kapstadt und Batavia kam, ist ein weiteres Beispiel. Er arbeitete in Japan und baute einen Briefwechsel zu zwei japanischen Gelehrten auf. Schließlich bereiste er Java und Ceylon und traf auf der Rückreise über London nach Schweden im British Museum noch auf Banks und Forster. Noch heute werden über 800 japanische Pflanzenproben von Thunberg in der Universität von Uppsala verwahrt. Und an Blumenbach sandte er im November 1800 zwei Schädel aus Lappland mit Informationen über die Einwohner Lapplands. Letztes Beispiel, das ich nennen möchte, ist Johann Heinrich Ferdinand Autenried. Er war Inspektor des Naturalienkabinetts des Herzogs Friedrich Eugen in Stuttgart, bevor er Professor für Anatomie, Physiologie, Chirurgie und Geburtshilfe an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen wurde. Er hatte nicht nur in Pavia, Triest, Wien und Chemnitz in Ungarn studiert, sondern auch seinen Vater nach Philadelphia begleitet und anderthalb Jahre an der amerikanischen Ostküste praktiziert und gearbeitet. Von dort sandte er seine Beobachtungen über die dortigen Indianer, nebst Zeichnungen vom Schädel eines Waschbasch-Indianers, von einer Friedenspfeife und einem Tongefäß. Außerdem schickte er Pfeilspitzen, eine Axt und einen Zahn des Ohio-Tieres. Anhand von Blumenbachs Korrespondenz mit diesen und anderen lässt sich ein Teil des damaligen Objektbestands des Museums, der von den Briefpartnern übersandt wurde, rekonstruieren. Ich nenne hier nur einige Highlights, um die Bandbreite zu zeigen, oder habe eben auch schon Highlights genannt. Lichtenberg etwa kündigte an, dass er aus London auch naturkundlich interessante Ethnographiker persönlich mitbringen werde, zum Beispiel Halsschmuck von Utahitire-Frauenzimmern, aus hohlen Vogelknochen und kleinen Konchilien, einen niedlichen Beutel eben daher mit bunten kleinen Käferflügeln garniert, Fischerzeug aus größeren Konchilien, Schalen, meist Porzellaniten, aber teils neue. Dass neben den naturgeschichtlichen Objekten im Prozess des Sammelns schließlich auch exotische Artefakte in das Akademische Museum gelangten, schien Blumenbach einer eigenen Begründung wert. Ich zitiere ihn und damit hat er dann auch das letzte Wort. Denn so wie zwar das Museum bloß auf Naturgeschichte eingeschränkt, nicht Kunstkabinett oder Raritätenkammer ist, so versteht es sich hingegen von selbst, dass tausend Dinge hier aus einem gewissen Gesichtspunkt ihren sehr pertinenten Platz finden, die ihn aus einem anderen angesehen auch in einer Kunstkammer nehmen könnten. Geschnittene Steine zum Beispiel und andere Skulpturarbeiten, Porzellanarten und so weiter sind hier in Rücksicht ihres Stoffes unter die Naturalien geordnet, so wie sie aus einer anderen auch in eine Sammlung von Kunstsachen passen würden. Und so bedarf es Folgendes keiner Erinnerung, dass alles, was die Sitten, Lebensart etc. fremder Völkerscharen betrifft, dem Museum als Naturaliensammlung umso wichtiger sein muss, je größer der vielfache Aufschluss ist, den die eigentliche Naturgeschichte des Menschengeschlechts durch diese Dinge erhält. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.